Regala. Warum solltest du Regala helfen? Für eine Armee hättest du einfach zu Hekaru gehen können. Vor Regalas Rebellion ging es Hekaru nur um den Kampf gegen die Maschinen und die Freundschaft mit den Kaja. Selbst wenn er mir zugehört hätte, hätte er seine Truppen nie in den Kampf gegen eine Gefahr geschickt, die er nicht versteht. Also war es einfacher, einer blutrünstigen Verbanden zu helfen? Ja, viel einfacher. Regala wollte nur Krieg. Krieg mit den Kaja und allen, die die Tenakt bedrohen. Sie hätte den Stamm ohne zu fragen in den Kampf geführt und das war genau das, was ich brauchte. Ist mir halt irgendwie zu... bei ihm gibt es halt wie so, beim Computer, gibt halt True or False, ne? Also wahr oder falsch. Und da so geht er halt durch und das finde ich so, das macht ihn irgendwie so kaltblütig berechenbar. Die Quen. Ich hatte da draußen ein paar Begegnungen mit den Quen. Sie kamen über das Meer. Und? Ihr ganzer Stamm formte sich um die Entdeckung der Fokusse. Eine, Alva, hat sich mir sogar angeschlossen. Willst du nicht mehr über sie wissen? Nein. Sie haben zufällig das größte technologische Artefakt aus der alten Welt gefunden. Und was haben sie damit gemacht? Sie haben das Wissen in Mythen und Verboten versteckt und ein Pantheon aus machthungrigen Bossen geschaffen. Naja, so haben sie auch Theben gefunden. Haben sie das? Rauen Theben. Diese Begegnungen mit den Quen, die ich erwähnt habe. Bei einer davon habe ich an ihrer Expedition nach Theben teilgenommen. Am Ende haben wir Pharaoh gefunden. Du benötigtest die Omega-Freigabe. Und wie war das so? Schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Er hat ganz allein das menschliche Wissen ausgelöscht. Es war sicher immer noch gnädiger als das, was er verdient. Lass mich raten. Du hättest ihn zusammengekratzt, um sein Hirn zu sezieren. Wie bei Hades. Für den Anfang? Wow, der Typ ist einfach nur wow, ne? Na gut, Silence, ich glaube, ich habe genug mit dir geredet. Ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Und versuch nett zu Tilda zu sein, während du hier bist, okay? Ich kann keinen Streit brauchen. Ah, ja. Wegen deiner Zenith-Verbündeten. Ich frage mich, ob du weißt, mit wem du es zu tun hast. Jemand, der so lange lebt, so viele Katastrophen überlebt. Nun, unsere Ziele mögen dieselben sein. Aber warte, bis sie das nicht mehr sind. Ja, das weiß ich. Erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Überleben ist nur eine Notwendigkeit, Aloy. Ich hatte gehofft, das wäre dir klar. Weißt du jetzt etwas oder nicht? Ich weiß viele Dinge. Aber hier habe ich ein Gefühl. Ein Gefühl? Das habe ich auch. Das heißt, du hast Gefühle? Sogar du kannst dich wohl ändern, Silence. Ja. Durch mit dir. Raschelt hier die ganze Zeit rum. Das so. Fabrikationsterminal war sehr nützlich. Hey, bitte die Griffe von meinem. Ich habe die Pflanzen für dich gegossen. Oh. Ah, schön. Ich weiß ja, dass sie die Wichtigen sind. So, Die haben wir ja auch noch. Du bist geflogen. Cortalo hat's erzählt. Und hast Regalas Maschinen ausgeschaltet. Ach, hat er doch nach oben geguckt. Oh, weißt du was? Ich weiß gar nicht, wieso mich das überrascht. Wie ich sehe, haben wir Besuch. Und eine neue Waffe. Heißt das, wir sind bereit, die Zenith herauszufordern? Fast. Ein Training. Ist es dir wirklich recht, auf diese Mission zu gehen? Ich weiß, das alles muss sehr schnell für dich gehen. Ich habe schon Ozeane und Verrückte bezwungen, die sich für wiedergeborene Ahnen hielten. Wieso nicht auch ein paar Unsterbliche mit tödlichen Drohnen unter ihrem Kommando? Schätze, je mehr, desto besser. Gefährten. Ich hoffe, unsere neuen Gäste haben sich benommen. Dieser Silence. Ist er derjenige, der die Waffe gebaut hat, die Zenith-Schilde überwinden kann? Ist er. Obwohl ich nicht glaube, dass er Fragen dazu beantworten wird. Er weigert sich, uns niederen Sterblichen seine Geheimnisse zu verraten. Oh. Kennst du dieses gewisse Extra von uns, das uns warm, freundlich und
herzlich macht? Unsere Seele? Ja. Er wurde ohne eine geboren. Treffen der Beschreibung. Gesehen ist. Du hast bestimmt gesehen, dass Tilda hier ist. Unsere eigene Zenith. Ich wäre fast zu ihr gegangen, um ihr, jede Frage zu stellen, die ich zum Vermächtnis habe. Jeder Wahrsager, den ich kenne, würde töten, um 5 Minuten mit einem der Alten zu verbringen. Doch nun, da sie hier ist, fühle ich mich nur etwas unbehaglich. Ich weiß nicht, ob ich Angst habe, mehr unbequeme Wahrheiten zu erfahren oder bloß vor ihr. Womöglich beides. Gute Einschätzung. Ich muss ein paar Dinge zu Ende bringen, aber bleib wachsam. Ich bin bereit, wenn du rufst. Hey, der Teil ist ja immer noch da. Dabei haben wir die doch gar nicht mehr. So, ich vermute mal, sie haben nichts gesammelt. Oh, doch. Gewebe, alle Verteidigungen. Oh, geil. Fernkampfverteidigung plus 8. Plasma. Nice. Weißt du was? Wir haben noch nie Maschinenstreit gespielt. Oh nein. Mir reicht schon, dass Kotalo mich ständig fertig macht. Sag, dass ich gut darin bin. Bei meinem Glück bist du bestimmt ein Profi. So eine Blume hier. Hey, die ist ja wohl aber Lutzizierde. So, wo ist denn die andere Nudel? Oh, hier haben wir auch was Neues. Da passiert nichts. Mal kaputt. Erscheint es unmöglich. Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Das werde ich, Rust. Jetzt und immer. So, was haben wir hier? Ein Fokus. Balls. Ich dachte, kein Nora würde jemals einen annehmen. Aber Wahl schon. Selbst als er überwältigt wurde, ließ er sich nicht von mir wegstoßen. Ich ließ Wahl bei Gemini im Stich. Ich hätte mehr versuchen müssen. Mehr tun. Ich würde alles geben, um ihn zurückzuholen. Frag mich ja. Kann Tilda dann nichts machen? Regala ist weg. Hikaru und die Tenakt sind in Sicherheit. Die Zukunft steht ihnen offen. Ich wünschte, sie würden mit diesen Titeln für mich aufhören. Aber wenn ich eins gelernt habe, den Kampf kann ich nicht gewinnen. So ist es. Ja, das Ding da ist kaputt. Ist ein Tilda die Nudel? Da bist du ja. Weiß er. Und sagt nichts. Gut gemacht, Aloy. Trotz meiner Bedenken konntest du Silence und seine Waffe sichern. Du bist ein leuchtendes Beispiel für Liz' Stärke. Ich habe nachgedacht, was du in deinem Haus sagtest. Dass du mit Elizabeth befreundet warst. Es war mehr als das, oder? Aufmerksam wie immer. Du hast recht, wir waren einst zusammen. Okay. Was ist passiert? Ich war eine Waise. Ich war immer allein gewesen. In meinen 30ern fragte ich mich, ob das einfach mein Schicksal war. Dann traf ich Liz.
Wir trafen uns mehrmals auf Konferenzen, wir tranken Kaffee, irgendwann wurden Drinks daraus. Ich dachte, es wären rein professionelle Gespräche. Aber ich war überrascht, wie sehr ich mich auf unsere Treffen freute. Bald flogen wir jede zweite Woche um die halbe Welt, nur um uns zu sehen. Zum ersten Mal war ich nicht einsam. Ich konnte mir eine Zukunft ausmalen. Liz ging es am Anfang genauso, glaube ich. Ein paar Jahre zuvor verlor sie ihre Mutter. Ich fühlte die Leere. Da bin ich sicher. Aber mit der Zeit schien sie sie weniger zu wollen. Ich dagegen mehr. Also haben wir es beendet. Wenn du also Elizabeths Traum wiederherstellst, ist das... Eine zweite Chance, ja. Es war ein Fehler, die Erde zu verlassen, als Liz blieb. Ich hätte mehr tun sollen. Und als ich dich sah, eine Frau, die ihren eigenen Weg geht, sogar noch weiter, als Liz es je getan hat, ich musste dir einfach helfen. Um ihretwillen. Eine Zeit bei den Zeniths. Du hast gesagt, du bist nicht wie die anderen Zeniths. Dass du das nie warst. Aber du hast bei all ihren Plänen mitgemacht. Nur aus Notwendigkeit. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich musste es tun, um zu überleben. Bei der Vernichtung der Erde und bei der Zerstörung der Kolonie auf Sirius. Ich tat, was nötig war. Aber ich schwor den anderen, immer einen Schritt voraus zu sein, um den Schaden wieder gut zu machen. Deshalb der Datenkanal mit Beta. Der geheime Zugang in ihre Basis und mein kleiner Trick, um dich zu retten. Mein Haus. Warum sieht der Datenkanal aus wie dein Haus? Dieses Haus sollte Schutz vor jedem Sturm bieten. Kennen wir ein schon. Sicherer Hafen, nicht nur für mich, auch für die Kunst dort. Kulturelle Artefakte von unschätzbarem Wert. Einige der größten Errungenschaften der menschlichen Zivilisation. Und Beta sollte sie sehen? Ja. Ihre Erziehung war kalt und lieblos. Ich dachte, wenn sie Vermeer und Rembrandt sieht, würde das etwas ganz Neues in ihr Leben bringen. Ein Erbe, das genauso wertvoll ist wie die technischen Daten, die ihr eingetrichtert wurden. Der Kontaktabbruch tut mir leid, aber nicht, dass wir das Haus geteilt haben. Sie brauchte seinen Schutz noch mehr als ich. Du und Elizabeth. Warum hat Elizabeth sich... zurückgezogen? Das frage ich mich seit 1000 Jahren. Sie war eine brillante Visionärin. Die Welt und die Verbesserung der Menschheit lagen ihr am Herzen. Aber es war auch, als würde sie alle auf Abstand halten, auch mich. Sie wollte ihre Last nie teilen. Ich glaube, ihr tiefstes Inneres hat sie nie mit jemandem geteilt. Manchmal glaube ich, niemand kannte sie richtig. Ich habe eine Aufnahme von dir und Elizabeth im Testlabor gefunden. Nach Farzeniths Versuch, Gaia zu stehlen. Ja. Eine sehr unangenehme Unterhaltung. Sie hat nach dem Anruf etwas gesagt. Ich glaube, sie bedauerte, wie es mit euch ausgegangen ist. Wirklich? Die ganze Zeit. Vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. Ich habe unsere letzten Worte immer verabscheut. Und dass sie mich als Funktionärin von Farzeniths in Erinnerung behalten hat, nicht als die, die ich wirklich bin. Was ist in der Zenith-Basis? Was erwartet uns, wenn wir in die Zenith-Basis einbrechen? Wenn du deine Freunde versammelt hast, zeige ich euch den Grundriss. Es genügt zu sagen, dass wir so schnell wie möglich zu Beta und Gaia vordringen müssen und auf dem Weg gegen großen Widerstand kämpfen. Es gibt auch Druckfabriken, wo die anderen natürliche Ressourcen sammeln, die sie abgeschöpft haben. Wozu? Erstens für die Infrastruktur der Basis und zweitens für den Bau
Neuer Phantomdrohnen, eine kleine Armee. Ich habe in der Wildnis ein Shuttle gesehen, das von der Insel ins All gestartet ist. Das waren wahrscheinlich Materiallieferungen zwischen dem Schiff und dem Planeten. Nach Jahrhunderten mit digitalen Annehmlichkeiten war das Schiff kaum weltraumtauglich, als wir geflohen sind. Katastrophen können immer passieren. Wir haben daraus gelernt. Silence Waffe. Weißt du jetzt, wie Silence Waffe funktioniert? Nein, und er achtet darauf, dass ich nicht in ihre Nähe komme. Das stört mich schon, aber egal, wie sie funktioniert. Ich bin zuversichtlich, dass sie viele Schilde der anderen deaktiviert. Wie viele sind in der Basis? 10. Eric und Gerard eingeschlossen. Nur eine Handvoll von uns haben es ins Schiff geschafft, als die Kolonie zusammenbrach. Die anderen sehen es. Eric. Also, Eric. War er schon immer ein blutrünstiger Psychopath? Ich denke, es ist schlimmer geworden. Auf der Erde war er der Gründer eines profitablen privaten Militäranbieters. Einer Gruppe Halsabschneider. Sogar als die Regierung menschliche Soldaten durch automatisierte Kriegsführung ersetzten, hatte er bei Kunden Erfolg, die es gern etwas persönlicher mögen. Gerüchten zufolge hat er seine Ziele teilweise selbst aufgespürt und eliminiert. Einfach nur des Adrenalins wegen. Aber auf Sirius hat er sich auf VR-Simulationen konzentriert. Darin konnte er so gewalttätig sein, wie er nur wollte. Auch wenn es, wie ich vermute, weniger überzeugend war. Alvas Stamm glaubt, dass er einer der Größten aus der alten Welt war. Dann wäre es eine ziemliche Enttäuschung, ihn zu treffen. Obwohl ihm die Bewunderung wohl gefallen würde. Genau. Was weißt du über Gerard? Er war der Leiter des weltweit größten Finanzkonglomerats und arbeitete mit allen großen Firmen zusammen. Er wurde zu einem der reichsten Menschen auf der Erde und sicherlich von Far Zenith. Was soll ein einzelner Mensch mit so viel Geld? Mehr kaufen, mehr Macht, mehr Einfluss. Gerard hat sich immer für einen gebildeten Patrizier gehalten, der mit einem Zahnpasta-Lächeln die Kontrolle behalten konnte. Aber eigentlich ist er ein kalter, berechnender Geschäftsmann. Er hat Betas Erziehung auf ihre digitalen Lehrer, die Avatare der Apollo-Datenbank beschränkt. Während wir als ihre Wohltäter geschildert wurden. Wir werden uns bald um ihn kümmern. Und um die anderen. Ich würde zu gern sein Gesicht sehen, wenn er feststellt, dass wir ihn geschlagen haben. Stanley Chen. In den Ruinen von Vegas habe ich Informationen über einen Stanley Chen gefunden. Ich glaube, er war ein Zenith. Stanley, ein ewiger Optimist. Er war einer von den Guten. Als wir unsere Kolonie aufbauten, erschuf er eine genaue VR-Kopie von Las Vegas. Lichter, Shows, Glücksspiel, jedes Detail genauestens wiedergegeben. Und während die anderen sich in ihre Fantasien zurückzogen, teilte er seine mit der ganzen Welt. So wie du über ihn sprichst, ist er nicht auf die Erde zurückgekehrt. Nein, er starb, als die Kolonie zerstört wurde. Es hätte ihn gefreut, dass ein Teil seiner geliebten Stadt überdauerte. Verbena! Als Peter floh und sich in einer alten Forschungseinrichtung versteckte, habe ich noch einen der Zeniths gesehen. Verbena. Wer war sie? Ein dunkler Stern in einem Meer strahlender Konstellationen. Anders als die meisten Far Zenith-Mitglieder, die ihren Reichtum durch gerissene Geschäfte und technischen Fortschritt anhäuften, hat Verbena ihre Milliarden geerbt. Ihr Vater war außerordentlich erfolgreich im Luxus-Holotourismus. Im Alter von 24 Jahren war sie eine begehrte Junggesellin und nannte sich Lebensdesignerin. Sie nutzte ihre Beliebtheit, um die Entscheidungen anderer zu beeinflussen. Wie bei einem Kult? In gewisser Weise ja. Irgendwas muss sie richtig gemacht haben, wenn sie so lange überlebt hat. Sie war auf ihre eigene Art skrupellos. Das stimmt.
Aber selbst Ratten verlassen das sinkende Schiff, um zu überleben. Der Rest von ihnen. Okay, ich habe schon einige der Sinits getroffen. Was ist mit dem Rest? Sie gehören zu den reichsten Menschen auf der Erde. Titanen in ihren Branchen. Lass mich raten. Alle selbstsüchtig und unbarmherzig? Die meisten ja. Mit wenigen habe ich mich verstanden. Annika Murjani zum Beispiel war immer sehr nett. Sie hat den erfolgreichsten Tanzkanal des Holonets gegründet und war selbst sehr gut. Und mit Song Zhao hatte ich sehr spannende Diskussionen. Über ihre Arbeit in der Zellbiologie. Unsere Unsterblichkeitsbehandlungen basieren teilweise auf ihren Errungenschaften. Aber es gab auch andere, wie Devin Miller, den CEO einer Firma, die Fastfood druckte. Er wollte nur seinen Golfschlag perfektionieren und Holo-Selfies aufnehmen. Wenn ich so an uns denke, hätten wir wirklich mehr erreichen sollen. Wir hatten eine Ewigkeit Zeit. Ja, das hattet ihr. Dann habt ihr es doch verkackt. Das war's okay. Erstmal. Ich sag, wenn's soweit ist. Bis dahin warte ich hier. Vielen Dank, Aloy, dass du mir die Chance gibst. Meine Vergangenheit war nie einfach. Ich habe mehr als einmal alles verloren. Aber wenn ich auf die Zukunft schaue, sehe ich, dass Liz Traum in Erfüllung geht. Ein Universum neuer Möglichkeiten. Vielleicht können wir es schaffen. Werden wir. Dem wird sich nichts entgegenstellen. Das verspreche ich. Obala! Das war tatsächlich gerade ein Versehen. Upsi! So, irgendwo ging sie raus. Hier nicht. Oh, Cotallo haben wir noch. Stimmt, der ist ja auch wieder da. Ich habe dich seit der Schlacht beim Hain nicht gesehen. Wie geht es dir denn? Das aber dann der letzte sein. Ich sah dich auf den Flügeln der Zehn fliegen und Regalas Armee mit Blitzen lähmen. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Vielen Dank auch. Ich bin es, der dir danken sollte. Noch stehen wir mit einem Fuß im Graben, ne? Ein Training. Es wird übel, wenn den Zenith klar wird, dass wir in ihrer Basis sind. Annika. Du wirst jeden gelernten Trick brauchen. Ich würde es mir nicht anders wünschen. Viele Soldaten starben in der alten Welt, damit wir heute hier stehen. Wir werden in ihrem Namen durchhalten. Obwohl ich neugierig bin, wie du die Verteidigung der Zenith ohne eigene Armee besiegen willst. Überlass das mir. Sei einfach nur kampfbereit. Wie du willst. Du hast mein Vertrauen mehr als verdient. Heptamika hat seinen Arm wieder, da er es aber als Fälschung ansieht, also beziehungsweise als Verstellung, hat er sich dazu entschlossen, den Arm nur zu benutzen, wenn es wirklich nötig ist und ansonsten halt so rumzulaufen. Die Sinis. Hast du Tilda getroffen? Etwas an ihr scheint mir nicht natürlich zu sein. Ja, zum Beispiel, dass du mehrere... Ich wäre überrascht, wenn mein Schwert sie durchteilen und sie nicht bluten würde. Ehrlich gesagt, bei ihr würde mich nichts überraschen. Zum Beispiel mehrere tausend Jahre alt ist. Wie Tenakt. Die Flügel der Zehen. Dein Stamm erwähnt immer wieder die Flügel der Zehen. Was genau bedeutet das? Na doch auch schon, oder? Den Visionen nach flogen die Zehen auf großen Metallmaschinen mit Flügeln. Und stürzten sich aus dem Himmel in die Schlacht. Für uns ist es der höchste Ausdruck kämpferischen Mutes, dies nachzumachen. Deshalb springen die Herausforderer bei der Kulrut in die Arena. Und jetzt hast du es geschafft. Wie die Taten der Zehn wird auch das niemals vergessen werden. Und? Erzähl. Wie hat es sich angefühlt? Ehrlich gesagt... ziemlich gut. Das glaube ich gern. Doch, der war tatsächlich mal neu. Ich muss gehen. Aber ich stelle schon bald allen den Plan vor. Verstanden.
Hier haben wir noch was. Genau, hier ist der Arm für dich, Kamika. Ich sehe, der neue Arm wartet auf seinen Einsatz. Ja. Fühlt sich seltsam an. Ich hatte mich an das Fehlen gewöhnt. Aber egal. Ich brauche ihn bestimmt, bevor der Angriff auf die Zenith-Basis vorbei ist. Diese Rebellenverweigerer geben nicht so leicht auf. Ja. Sodele. Dann mal an die Seite. Dass er einfach wieder auftaucht. Schön wäre es so. So, an meinen Chat. Stream geht gleich noch weiter. Aber an die Seite von YouTube soll es das für heute gewesen sein. Tag 15 von Horizon 2 Forbidden West. Ich muss mich tatsächlich gerade richtig beherrschen, dass ich nicht komplett durchrenne. Ich habe so die Vermutung, es geht aufs Ende zu. Und ich würde vorher gerne noch ein, zwei Sachen machen. Wo habe ich das schon mal gesehen? So. Ja. Ich hoffe, dem einen oder anderen von euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht einen Abo-Button, wenn ihr mehr sehen wollt. Ebenso auch, falls ihr Interesse an Twitter und Discord habt. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten hoffe doch bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, immer gespannt, wie es weitergeht. Bei euch ist es nur ein Tag. Ja, hier ist tatsächlich im Stream diesmal auch. Also, in diesem Sinne, guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann ihr gerade schaut. Ich hoffe doch, bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, tschüssi, ciao, ciao. Ich bin raus.